Was geht ab? Aber wieder im Start, du kommst zu einem neuen Craft-Me-Video hier auf Minecraft-Start. Leute, wir befinden uns gerade hier in unserer, ja, Villa-Stadt. Oh, ich habe außen hier zwei Dinge abgemacht. Passiert, Leute, happens sometimes, things like this. Aber Leute, wir werden heute das Grundstück für Max ready machen, meine Freunde. Dafür habe ich jetzt hier, war vorher so ein broken Portal, das habe ich weggemacht. Und wir müssen jetzt, Leute, natürlich hier ein bisschen Platz machen. So, machen das hier alles mal weg. Warte mal, ein bisschen den Sound leiser, Leute, dass wir auch noch uns unterhalten können, während ich gerade ein bisschen Erde wegmache. Und zwar mein Ding ist, ich will den Berg hier ein bisschen abflachen, meine Freunde. Also es wird auf jeden Fall heute mich wieder sehr viel Zeit kosten, weil ich mir vorstelle, dass Max auf jeden Fall was sehr, 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 sehr Großes bauen will. Und ich werde, glaube ich, ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, künstlich den Strand hier erweitern. Und zwar gehen wir dafür einmal hier so hin. Und ich werde das Ding jetzt wirklich hier so hinmachen, wisst ihr? So, 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 so. Leute, deswegen, schreibt mal in die Kommentare. Erfreut euch, dass Max jetzt zu uns zieht. Max hat die Zusage gegeben. Er wird sich ein Grundstück hier hinbauen, Leute. Wir haben wieder einen YouTuber zu uns rübergeholt, Leute. Und wir werden das hier wirklich zur besten Stadt machen. Und Candy wird bereuen, dass er versucht hat, Vive zu bannen. Leute, nur weil er präsent ist, kann er sich nicht hier so wie die Axt im Walde aufführen. Aber, Leute, ist ja nicht schlimm. Kann alles sein. So, wir werden das hier erstmal alles so hinmachen. Zack. Und jetzt werde ich das hier einmal so hinmachen, Leute. Wir werden diesen Strand auf jeden Fall... Au, 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 ich muss Luft holen. Oh, da sind noch ein paar Dinger. Oh, warte mal. So. Man kann ja mal... Warum nicht, Leute? Einfach ein bisschen noch die Pistole halt benutzen, Leute. Wäre ja keine Folge, wenn wir die Pistole nicht benutzen würden. So. Oh, habe ich eins zu tief gemacht. Ja, ist nicht schlimm, Leute. So, okay, wir brauchen hier natürlich auch unsere ganze Erde. So, okay, guck mal, Leute, das ist eigentlich relativ simpel hier. Hier können wir das perfekt so machen. Leute, ich würde sagen, ich mache jetzt diesen Dings hier fertig. Einmal in Erde komplett auffüllen und dann sehen wir uns gleich direkt wieder. So, meine Freunde, wir haben hier wirklich was langgezogen. Das Einzige, was ich jetzt noch brauche, ist Sand, meine Freunde. Das haben wir natürlich in unserem Keller drinnen. Ich mag schon, dass wir genug haben, Leute. Ansonsten muss ich leider ein bisschen rumfahren und Sand farmen gehen. Aber ist kein Problem, Leute, denn iCrimex, wenn er zu uns zieht, das wird unserer Stadt gut helfen, Leute. Oh. Ich habe auch oft in den Kommentaren gelesen, ja, frag Sue, frag ihn. Und Leute, wisst ihr was? Ja, werden wir machen, Leute. Wir werden jetzt nach und nach die ganzen... Oh, mein Gott. Die ganzen YouTuber fragen, ob sie hier Bock haben, sich ein Haus hier zu bauen und vielleicht hier sogar zu leben, meine Freunde. Wir müssen den Markt upgraden. Ich habe überlegt, wir müssen noch eine Tankstelle uns bauen, Leute. Also wir haben wirklich sehr, 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 sehr viel vor hier auf Minecraft-Stadt. Und ja, wir werden hier nicht aufgeben, wir werden uns ranhalten. Also ich guck mal gerade... Okay, Leute, hier haben wir erstmal ganz viel Sand, ja. Erstmal hier kurz alles zusammentun. Wir machen die Erde mal ganz kurz weg. So, wir holen jetzt erstmal das ganze Sand hier mit, was wir gerade uns hier im Inventar befindet. Kein Sandstein, das ist wichtig. Auch Sandstein kann man halt leider keinen Sand mehr machen. Oh, warte, da habe ich ein Stack vergessen, meine Freunde. So, ich würde sagen, wir haben echt viel an Sand dabei, meine Freunde. Und ich hoffe, dass das dann ausreicht, dass wir dann das Grundstück gut für Max machen können. Wir haben sogar extra einen Private Beach Stand für Max. Also ist mäßig dann sein Beach. Er kann da drauf bauen, er kann da vorbauen, dass es halt relativ nice aussieht. Oh, vielleicht überlege ich mir auch hier in den Strand ein bisschen zu erweitern oder vielleicht hier sogar zu connecten, Leute, ne? Eigentlich kann man das hier gut connecten. Ich guck mal gerade hier. Ich mach mal einfach mal ein bisschen die Outlines. So. Ich versuche jetzt mal ein bisschen Outlines zu machen. Weil dann kann ich ja überlegen, ob ich dann noch ein bisschen mehr Strand hinzufüge. Aber so wie es hier aussieht, ist das, glaube ich, so per se schon mal gar nicht schlecht. Guck mal hier, Leute. Wir machen erstmal, genau, außenrum alles. Und dann kann ich halt mit der, Baumod, kann ich alles perfekt machen. Und ich glaube, das wird nicht ausreichen, den Sand, den ich habe. Oh, Leute, wir müssen auf jeden Fall sehr, sehr viel Sandfarben gehen. So, kann man überhaupt irgendwo Sand kaufen? Das ist auch eine gute Frage, weil wenn ich Sand kaufen kann, würde ich mal ein bisschen was kaufen, Leute. Also wie gesagt, ich gehe auch gerne Investitionen ein, um Minecraft und die Stadt hier ein bisschen größer zu machen. So. So, guckt euch das mal an. Jetzt können wir mit Floor arbeiten. Boah, dann, Leute, guckt euch das mal jetzt hier an. So, machen wir das einfach. Zack, jetzt müssen wir wieder ein bisschen... Wir holen das ganze, guck mal, wir holen das ganze Sand jetzt hier so rüber. So, okay, nice. Perfekt. Ja, gut, Leute, oh mein Gott, das wird so nice aussehen, ne? Fällt mir ein. Aber das wird halt wirklich einfach nur nice aussehen. Oder was denkt ihr, Leute? Glaubt ihr, das mit dem Sand ist eine gute Idee? So, guck mal, Leute, hier machen wir easy peasy alles voll hier. Zack.
Zack. Oh mein Gott, von hier aus können wir, glaube ich, fast voll machen. Hier können wir gut was hinmachen. Okay, jetzt müssen wir hier noch schlau machen. Hier ein kleiner Viereck rein. Hier kommt ein kleiner Rechteck rein. Hier machen wir auch nochmal so. Und dann können wir von hier aus groß machen. Oh, Alter, das wird so nice aussehen, der Sandstrand. Also ich glaube, da kann Max sich auf jeden Fall freuen, dass er so einen geilen Privatstrand hier bekommt. Also das kann ja nicht jeder von sich behaupten, dass er sowas Cooles hier bekommen hat. Nö, kann eigentlich nicht. Der Einzige, glaube ich, der einigermaßen Strand hatte, bin ich. Aber Leute, ich muss auch sagen, ich habe dafür auch wirklich mich kaputt geackert. Ne? Also wie viele Stunden habe ich geopfert, um mein Haus da bauen zu können, Leute. Ne? Also es war ja nicht einfach nur mal so ganz kurz, ja, Larifari, mal kurz hingemacht. Sondern, Leute, wir haben uns hier wirklich alles erkämpft, alles gemacht. Ja, bin mal gespannt, Leute. So, wir machen hier nochmal alles voll. Oh, Leute, hier müssen wir leider, das müssen wir leider immer so ein Zweierding machen. Da führt leider kein Weg dran vorbei. Oh, das ist so schade, dass wir das so auffüllen müssen. So, so, so. Okay, sehr gut. Sehr gut, Leute. Aber hier, das können wir gut so auffüllen. Jetzt müssen wir das noch einmal. Zack. Guck mal hier, Leute. Das können wir eigentlich, glaube ich, gut ausfüllen hier. Boah, wie sieht das denn aus? Wie nice. Wie nice sieht das denn bitte aus? So. Oh, guck mal, Leute. Das sieht doch cool aus, oder? So ein kleiner Privatstrand für Max. Oh, ja. Also, ich will ja nichts sagen. Jetzt haben wir haben generell so ein Private Beach gemacht. So, guck dir das mal an. So machen wir das. Zack. Oh, Leute. Ich glaube, das könnte echt nice werden, ne? Also, ich will jetzt nicht zu viel pushen oder so. Aber... Okay, dann machen wir das einmal so hin. Ja, Leute, aber der Sand wird leider nicht ausreichen für alles hier. Aber ist per se schon mal nicht schlimm. Das Wichtigste können wir ja schon mal benutzen. Ansonsten lassen wir auch einen kleinen Teich hier offen oder so. So, wir machen erstmal hier das zu, Leute. Das ist das Wichtigste, dass wir das erstmal hier zumachen. So, machen wir hier 25 Blöcke hin. So, machen wir das so hin. 14 Blöcke. Okay, guck mal, das haben wir auch schon mal voll gemacht. So, das Ding wird jetzt hier erstmal fehlen, ne? Boah, ich habe eine Idee. Wir werden hier ein bisschen farmen. Okay, wir haben uns ein bisschen Sand jetzt drüber geholt, Leute. Ich werde jetzt hier erstmal ganz kurz so ein bisschen zumachen. Dann werde ich das hier zumachen. So haben wir es erstmal zugemacht. Aber ich will was ausprobieren, Leute. Oh, nee, das fällt leider runter, Leute. Das fällt leider runter. So, ist nicht schlimm, weil ich muss eh hier noch ein bisschen was Platz machen an Erde. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Und der Strand ist gleich fertig, versprochen. Okay, Freunde, wir haben es jetzt geschafft. Wir meinen jetzt kurz einmal den Floor hier hin so machen. Boah, Leute, nice. So, guckt euch das mal an. Jetzt haben wir hier nochmal Sand alles benutzt. Oh nein, ich hoffe, das Sand... Bitte reicht aus, bitte. Nein, es wird niemals ausreichen. Ja, hier. Das wird alles erstmal sein. Leute, ist aber per se schon mal nicht schlimm. Warte mal, das hier können wir noch mit Dings machen, Leute. Das Gravel machen wir weg. Gravel wollen wir nicht da haben. Gravel wollen wir nicht da haben. Da mache ich sogar lieber hier Gras hin, ja. Da mache ich doch lieber Gras hin, Leute. Aber ich würde sagen, ja, sieht schon mal gar nicht schlecht aus. Wir müssen uns jetzt ganz kurz, wartet mal, so. Wir müssen uns ganz kurz ein bisschen Holz holen. Weil wir müssen das hier kennzeichnen. Ja? Wir müssen das kennzeichnen. Aber wir müssen den ganzen Dreck hier erstmal auch wegmachen, Leute. Also wir haben auf jeden Fall heute einiges vor. So, ey Leute, das wird auf jeden Fall nicht weniger Arbeit hier. Ist aber per se nicht schlimm, meine Freunde. So, wir machen das nochmal ganz kurz weg hier. Da ist ein Baum, den wir abholzen können. Für das Wichtigste, ja, damit das auch wirklich besiegelt ist. Meine Freunde, oh, ich bin so hyped. Ich bin so hyped. Die Stadt wächst und gedeiht, meine Freunde. Was sagt ihr? Würdet ihr sagen, okay, nee, die Hochhäuser sind geiler? Oder sagt ihr, oh, dieses Villa-Viertel, die Idee dahinter, die feiere ich übelst? Leute, schreibt das schon mal in die Kommentare rein. Schreibt das schon mal in die Kommentare rein, was ihr davon mehr feiert. Bin mal gespannt. Jetzt besonders, wo Max auch hier hinkommt, Leute, und er es auch übelst feiert. Bin ich mal auf eure Meinung gespannt. So, wir haben ein Schild hingemacht, Leute. So, ich werde jetzt hier noch gleich ein bisschen das Unkraut wegmachen, damit der Max hier komplett zufrieden ist. Aber ich mache hier hin. Grundstück. Ups. Ich habe das hier falsch gemacht. Grundstück von iCrimex.
Nice, Leute. Nice, nice, nice. Also, damit haben wir das Grundstück für iCrimex ready gemacht, Leute. Lasst mir mal gerne ein Like und ein Abo da. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen Gartenarbeit machen und hier die ganze Unkraut wegmachen, Leute. Ich setze mich für die Bürger hier ein. Nicht wie andere, die nur die Bürger unterdrücken, Leute. Schreibt die Kommentare rein, wie ihr es findet. Bis zum nächsten Mal, euer Amir. Ciao.